Ich bin Leiter der Prüf- und Koordinierungsstelle für Assistenztherapiebegleithunde und tierschutzqualifizierte Hundetrainer am Messerli-Forschungsinstitut an der WebMed-Uni in Wien. Der Kongress ist einfach eine wichtige Fortbildung für Hundetrainer, der Vielseitiges bietet und auch den Erfahrungsaustausch bietet, den man in den Pausengesprächen hat. Und das ist einfach enorm wichtig. Fortbildung ist das Um und Auf für jede Form der Tätigkeit. Ich bin hier beim Kongress, weil ich es wichtig finde, Wissen zu vermitteln. Also das ist eines meiner Steckenpferde von der Wissenschaft. Ich sage jetzt nochmal, Inhalte direkt in die Praxis zu vermitteln, weil Wissen steht jedem zu und gerade rund um die Mensch-Hund-Beziehung braucht es da eindeutig noch bei weitem mehr Wissen, um auch das in der Praxis umsetzen zu können. Ich denke, es ist wichtig, dass sich auch Hundetrainerinnen und Hundetrainer entsprechend den wachsenden Anforderungen weiterbilden. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass eben im Zuge von solchen Kongressen hier wirklich geballt neue Informationen hier vermittelt werden können, die dann in den täglichen Trainings auch angewandt werden können. Sehr gut gefallen hat mir diese abwechslungsreichen Themen, weil es aus sehr vielen verschiedenen Themenbereichen etwas gekommen ist, auch von den Referenten auch sehr unterschiedlich referiert haben und auch diese Pausen sehr gut nützen hat können für Gespräche, für auch unter Trainer, unter Referenten, auch einen großen Informationsaustausch. Eben eh der Austausch war für super untereinander. Ich habe sogar dann wen kennt auch, was mich sehr überrascht hat. Und ich habe aber die Inhalte immer wieder was Neues gehört trotzdem. Also kann ich nur weiterempfehlen. Hat mir echt Spaß gemacht.